Der Lehm war neben dem Holz der wichtigste Baustoff für den bäuerlichen Hausbau. Hier auf dem Hunsrück wurde ein Kaul gewonnen. Vor der 3 Meter hohen Abbauwand sind die Bauern dabei, die dicksten Klumpen des frisch gebrochenen Lehms zu zerschlagen. Nun beginnen die Vorbereitungen für das Abkeilen des nächsten Lehmblocks. Während am Fuß der Wand eine etwa 50 cm tiefe Kehle ausgehöhlt wird, schlagen die Männer rechts und links senkrechte Rinnen ein, die den Block seitlich begrenzen. Er ist hier 2,50 Meter lang. Bei größerem Bedarf werden Blöcke bis zu 6 Metern ausgeschlagen. Oben, wo die Grasdecke bereits entfernt ist, wird jetzt der Mutterboden abgeräumt. Ungefähr 1 Meter von der Bruchkante entfernt, heben die Männer einen knietiefen Graben aus. Die Pfähle, die mit 50 cm Abstand in den Graben eingetrieben werden, sind keilartig zugespitzt. Die Pfähle sollen den Lehmblock mit Hilfe von Wasser aus der Wand lösen. Wenn die Eckpfähle ein Stück vorgetrieben sind, werden die Mittelpfähle nachgeschlagen. Auf der Grabensohle reißt der Lehm bereits ein.
Das versickernde Wasser zeigt, dass der Riss schon fast bis zum Grund reicht. In der Regel lassen die Bauern den angerissenen Block stehen. Er löst sich dann über Nacht von selbst. Nur wenn es schnell gehen soll, drücken Sie ihn mit einer hebelartig angesetzten Stange von der Wand ab. Nun muss für den nächsten Block Platz geschaffen werden. Was die Männer nicht mit ihren Hacken zerkleinern, verwittert während des Winters. Wenn der Lehm im Frühjahr beim Hausbau zum Auskleiden der Fachwerkwände gebraucht wird, ist er im Frost mürbe geworden, sodass er sich leicht verarbeiten lässt.